Herzlich willkommen zu unserer Einführung in die Zen-Meditation mit zwei sehr hilfreichen praktischen Tipps. Wir schlagen Ihnen vor, machen Sie direkt mit. Sie benötigen nur zwei Utensilien. Zum einen ein Meditationskissen, eine Bank oder einen Stuhl und eine Unterlage. Das kann hier so eine Matte sein oder auch eine Decke, die man zusammenfaltet. Wenn man auf einem Stuhl sitzt, brauchen Sie das natürlich nicht. Ich sitze in der burmesischen Sitzhaltung auf einem flachen, runden Kissen. Und da sitze ich nur auf dem vorderen Drittel des Kissens, damit das Becken etwas nach vorne kippen kann. Das ist förderlich für die Atmung. Um in die burmesische Sitzhaltung zu kommen, legt man ein Bein auf die Unterlage, zieht es dicht ans Kissen heran. Und das zweite Bein legt man davor ebenfalls auf der Unterlage ab. Und ich sitze im sogenannten Kniesitz. Das ist eine sehr häufig gewählte Meditationssitzform, weil sie sehr bequem ist. Und ich zeige das jetzt mal hier so von der Seite. Man braucht einfach nur ein etwas höheres Kissen. Ich habe jetzt hier so ein eckiges, das kann ich sehr hoch stellen. Wenn eine große Person, die kann das nach oben stellen. Man kann das in eine mittlere Position oder auch ganz flach stellen. Ich nehme das jetzt mal in die mittlere Position. So, das tut man einfach zwischen seine Unterschenkel und setzt sich da so drauf. So. Und jetzt kommen wir zu unserem ersten Tipp. Es kann sein, dass es hier im Spann ein bisschen spannt. Und dafür gibt es diese Heizkörperisolierung, hier so ein Plastikteil. Und das kann ich einfach hier so drunter stecken. Und dann entspanne ich das sofort hier meinen Fuß. Und kann in der Haltung wunderbar entspannt meditieren. Wenn man so etwas nicht hat, kann man natürlich sich ein Handtuch zusammenrollen und das ebenfalls drunter schieben. Das hat dann den gleichen Effekt. Und dann haben wir noch eine dritte Sitzmöglichkeit, wenn man zum Beispiel Probleme mit den Knien hat, da kann man sich auch auf einen Stuhl setzen. Wichtig dabei ist, dass man die Füße flach aufstellt und dass man sich gerade hinsetzt. Ganz egal, ob man sich nun anlehnt oder nicht, wichtig ist die gerade Sitzhaltung. Ja, ein gerader Rücken ist wichtig, damit der Atem gut fließen kann. Ja, dann außerdem nehmen wir die Schultern locker nach hinten unten und die Hände werden zu einer Mudra geformt im Schoßbereich abgelegt. Entweder klassische Mudra, da liegt die rechte Hand unten, die linke Hand wird in die geöffnete rechte Hand gelegt, die Daumenspitzen berühren sich, sodass wir mit den Händen ein Oval formen. Alternativ dazu können wir mit der linken Hand den Daumen der rechten Hand greifen, die Finger der rechten Hand umschließen den Handrücken der linken Hand. Diese Mudra wird ebenfalls im Schoßbereich, so 2 bis 3 Finger unter dem Bauchnabel, abgelegt. Die Hände berühren den Unterbauch. Wenn man jetzt merkt, dass die Mudra der Schwerkraft folgend langsam nach unten sinkt, und sich dadurch dann der Schulter-Nackenbereich verspannt, dann habe ich folgenden Tipp, Tipp Nummer 2. Man legt sich einfach ein kleines Kissen oder eine gefaltete Decke oder ähnliches in den Schoßbereich, kann dann damit die Mudra stabilisieren und der Schulter-Nackenbereich bleibt entspannt. Das Kinn wird leicht in Richtung Brustbein gezogen, der Nacken streckt sich etwas in Richtung Decke. Die Augen werden bis auf einen kleinen Spalt geschlossen. Und wir schauen in einem Winkel von etwa 45 Grad vor uns auf den Boden, ohne dort etwas Bestimmtes zu fixieren. Die Augen bleiben während der Meditation nicht geöffnet, weil dann ist man sehr schnell nach außen hin abgelenkt. Wir schließen sie aber auch nicht ganz, weil man dann sehr schnell müde wird, dösig und anfängt zu träumen. Der Mund ist geschlossen und geatmet wird nur durch die Nase.
ruhige, tiefe Atemzüge. Wir lassen den Atem so natürlich wie möglich fließen. Dabei ist die Ausatmung länger als die Einatmung. Anders als im Alltag beobachten wir nun ganz aufmerksam unsere Atmung. Wir kriegen sie ganz bewusst mit. Wenn uns das schwer fällt, weil die Gedanken uns da und dorthin ziehen, wir abgelenkt werden, dann können wir wieder ein Hilfsmittel zur Hand nehmen. Und zwar zählen wir einfach mal 10 Ausatmungen innerlich von 1 bis 10. Bei der ersten Ausatmung zählen wir innerlich 1. Lassen dann die nächste Einatmung von selbst geschehen. Dann zählen wir innerlich 2 bei der nächsten Ausatmung. Lassen wieder die nächste Einatmung geschehen. Und so weiter bis 10. Wenn man den Faden verliert, beginnt man wieder bei der 1. Und wenn man es dann einmal geschafft hat, vollkommen unabgelenkt 10 Ausatmungen hintereinander zu zählen, dann kann man feststellen, dass die Atmung ruhiger und tiefer geworden ist. Und untrennbar damit verbunden, auch der Geist ruhiger und klarer geworden ist. Und dann kann man dieses Hilfsmittel zur Seite legen und bleibt einfach so mit der Aufmerksamkeit bei der Atmung. Als nächstes kommen wir nun zur Geisteshaltung bei der Meditation. Ja, die Zen-Meditation ist eine gegenstandslose Meditation. Und das bedeutet, alles, was uns durch den Geist geht, alle Gedanken, alle Vorstellungen, Wünsche, Ideen, was es eben auch sei, lassen wir vorüberziehen, wie Wolken am Himmel. Und dabei ist es auch wichtig, dass wir nicht bewerten und irgendeinen Gedanken, den wir gerade gut finden, da einsteigen oder einen weniger schönen Gedanken, dass wir den bekämpfen, sondern tatsächlich wirklich auf Distanz bleiben, Zuschauer der eigenen Gedanken bleiben und die Wolken der Gedanken einfach vorüberziehen lassen. Ja, das hört sich zunächst ganz einfach an, ist aber doch ganz schwierig und die Gedanken schleichen sich ganz schnell ein und plötzlich sind wir im Da und Dort. Und wenn uns das auffällt, dass wir uns doch verstrickt haben in diesen Gedankenstrom, dann nehmen wir das Schwert des Gewahrseins, ein rein geistiges Schwert, und schneiden den Gedankenstrom mit einem Hieb ab. Bringen uns wieder in die Gegenwart, in das Hier und Jetzt. Und mit ein bisschen Übung wird es uns gelingen, dass die vielen Gedanken, die kommen, ein bisschen weniger werden und dass wir es schaffen, immer mehr im Gewahrsein des Geistes zu sein, ohne Anstrengung, sondern ganz einfach, ganz gelöst. Und das ist genau die richtige Geisteshaltung, auf die es ankommt, weder zu schläfrig noch aktiv im Denken, sondern hellklar und bewusst, gegenwärtig im Hier und Jetzt. Am besten beginnen Sie mit dem Üben mit 5 bis 10 Minuten und steigern dann allmählich auf 15 bis 20, vielleicht 25 Minuten. Wir möchten Sie jetzt an dieser Stelle einladen, mit uns zusammen eine kleine Meditation durchzuführen. Vielleicht eine Minute lang.
Und diese Meditation kleiden wir ein in ein kleines Ritual, nämlich das Gassho. Das ist die Verneigung. Die machen wir vor der Meditation und am Ende der Meditation. Machen Sie direkt mit. Und wir heben gemeinsam die Hände und verneigen uns. Wir hoffen, dass Ihnen dieses Video gefallen hat und vielleicht mögen Sie ja die Meditation in Ihren Alltag einbinden. Neben der eigenen, selbstständigen Praxis ist es förderlich, in Gemeinschaft zu meditieren. Das Zen-Zentrum Tao Chan in Wiesbaden unter Leitung unseres persönlichen Zen-Meisters Zensho W. Kopp veranstaltet zweimal im Monat einen Online-Zen-Abend. Hierzu möchten wir Sie herzlich einladen. Das Besondere am Online-Zen-Abend ist, dass Zen-Meister Zensho einen umfassenden spirituellen Vortrag hält und allen Teilnehmern persönlich Fragen zu Ihrem spirituellen Weg beantwortet. Oder möchten Sie an einer Präsenzmeditation teilnehmen? Dann bieten wir Ihnen an einem Meditationsabend unter unserer Leitung im Zen-Zentrum Mainz teilzunehmen. Ganz egal, wie Sie sich entscheiden, ob Online- oder Präsenzmeditation, wir würden uns sehr freuen, Sie persönlich begrüßen zu dürfen.